keine Ahnung, wievielten Ausgabe von Techtelmechtel. Hallo, ich bin der Clemens und neben mir sitzt der Alex. Passt. Wir melden uns aus einem angenehm kühlen Keller während der dritten Hitzewelle dieses Jahres. Herrlich, draußen glutheiße 75 Grad und Herrinnen 65. Und Herrinnen 65. Ja. Wir spielen. Ja. Das ist jetzt einmal ausnahmsweise keine normale Folge. Wobei, was heißt schon normal? Ja, das ist irgendwas, keine Ahnung, wir haben gesagt, wir spielen ein Text-Adventure. Ja, genau. Und wir spielen heute ein Text-Adventure. Habe ich schon gesagt, ich hasse Text-Adventures eigentlich. Ja, für die ZuhörerInnen, die aus die groß geworden sind zu Zeiten von 3D-beschleunigter Grafik. Text-Adventure ist so ziemlich das grafisch reduzierteste, was man sich nur vorstellen kann. Es ist Text. Es ist Text. Es ist ein Text-Adventure. Ja. Alternativ dazu hat es so eine Bücher ergeben früher. Text-Adventure-Bücher. Oh, kannst du dich erinnern? Hat es das wirklich gegeben? Ja, ich habe die sogar gespielt als Kind. Oh mein Gott. Also gelesen. Da hat man sich ja so eine Liste gemacht, da hat man sich mit Zufallswerte, mein mit Würfel, ja. Hat man sich da die Skills das gemacht. Das ist eigentlich wie die Tabletop-Games heutzutage noch sein. Also nein, ich weiß es. Dann ist man, du stehst vor einer Tür, willst du durchgehen oder gehst du nach rechts, geh weiter auf 90. Dann hast du auf Seite 90 also geplattelt. Das ist der Vorgänger von Dungeons and Dragons dann eigentlich so gesehen. Ich glaube, Dungeons and Dragons gibt es länger. Gibt es länger? Ja, ist das so? Okay, ich glaube, das gibt es länger. Aber ja, das war ziemlich lustig damals. Das war so quasi Action-Rollen Spiel im Kopf, bevor ich Gothic und Oblivion, Skyrim, Fallout und so weiter. Ja, und jetzt kannst du nicht mehr hintergehen. Jetzt. Ja, und jetzt gehen wir ganz weit hinter und spielen Zork. Zork 1 aus dem Jahr keine Ahnung, uralt. Für alle, die es interessiert, das ist halt ein Videocast. Ihr müsst den Scheiß nicht anhören, sondern ihr könnt den Scheiß auch anschauen. Ich meine, ihr könnt ihn anhören und dann nochmal auf YouTube nachschauen, wenn ich total langweilig über also wenn es richtig langweilig ist. Weil, glaubst du uns, bis September kommt von uns eigentlich keine richtig vernünftige Folge mehr. Na, da kommt bleiben wir Schwachsinn. Ja. Und aber es kommt was. Also es ist, aber das ist halt Sommermüdigkeits-, ja. Hitze-Tod-Programm. Genau. So, ich klicke da jetzt auf Zork 1 und ich habe keine Ahnung. Ja, Zork. Was steht denn da? West of House. You are standing in an open field west of a white house with a boarded front door. There's a small mailbox here. Open mailbox. Ja, oh, das ist gut, ja. So. Opening the small mailbox reveals a leaflet. Open leaflet. Genau. Na, take leaflet. Besser. Taken. Es ist so schlimm. Open Leaflet. You must tell me how to do that. Oh. Read Leaflet. Read Leaflet. Welcome to Zork. Welcome to Zork. Zork is a game of adventure, danger and low cunning. And low cunning? Keine Ahnung. Deshalb habe ich Leo aufgemacht. Nein, brauchen wir nicht. In it you will explore some of the most amazing territory ever seen by mortals. No computer should be without one. Gut, dann was hilft uns das jetzt? Keine Ahnung. Drop Leaflet. Also schmeißen wir es weg. Ja. Drop. You're standing in an open field with a boarded front door. Open door. Aha. So. Go south. Ah, so good, Eddie. South of house. You're facing the south side of a wild house. There's no door here and all the windows are boarded. Okay, so da ist die Fenster, können wir auch nicht rein. Warte mal, jetzt sind wir von Norden nach Süden gegangen. Ja. Yeah. Jetzt gehen wir noch. Gehen wir go west. Go west. A small leaflet is on the ground. There is a small mailbox here. Also go east. The door is boarded. Jetzt gehen wir nochmal. Nein, geht nicht. The door is boarded and you can't remove the boards. Okay, was haben wir noch nicht gehabt? Go north. Ja. Ich glaube, wir haben uns verlaufen. North of house. You are facing the north side of a white house. There's no door here and all the windows are boarded up. To the north, a narrow path winds through the trees. Ja, dann follow. Go north. Ja, stimmt. Ja. Das muss man ja so. Ich hätte jetzt follow path.
This is a path winding through a dimly lit forest. The path heads north-south here. One particularly large tree with some low branches stands at the edge of the path. Climb tree. Up a tree. You're about 10 feet above the ground, nestled among some large branches. The nearest branch above you is above your reach. Beside you in the branch is a small bird's nest. In the bird's nest is a large egg encrusted with precious jewels, apparently scavenged by a childless songbird. The egg is covered with fine gold inlay and ornamented in lapis lazuli and mother of pearl. Unlike most eggs, this one is hinged and closed with a delicate looking clasp. The egg appears extremely fragile. Yeah, take egg. Nehmen wir nicht das ganze Nest. Take nest? Taken. Wenn ne Maus, weil. So, okay, tu mal Inventory. Glaubst du, kann das schon? Das kann das. Ich kenne sie wohl noch von früher. You are carrying a bird's nest. The bird's nest contains a jewel encrusted egg. Take jewel encrusted. Take egg. Take egg. Taken. Okay. Ja, das haben wir. Drop egg. The egg falls to the ground and springs upon seriously damaged. There's a golden clockwork canary nestled in the egg. It seems to have recently had a bad experience. The mountings for its jewel-like eyes are empty and its silver beak is crumpled. Through a cracked crystal window below its left wing, you can see the remains of an intricate machinery. It's not clear what result winding it would have, as the mainspring seems sprung. Oh, my handy. Kann auch meins sein. Ah, das. Ah, ja, kann auch mal. Ich tu mal das. Das war jetzt wirklich meins, oder? Mhm. Ja. Jetzt ist es aus. Warte mal, was? Wind? Wind? Clockwork. You can't see any clockwork okay. Here. Mhm. Repair Mainspring. Da fragt er mich mit was jetzt 100%ig. Warte mal, wo Mainspring. I don't know the word Mainspring. Ah, okay. Mhm. Go south. Na, warte mal, na, wir sind ja nicht mehr auf dem Baum oben, wa? Ja, du kommst, wir kommen nicht weiter auf. Das ist einmal Kino, das ist einmal wirklich Abenteuer im Kopf, gell? Ja, ich bin jetzt schon. A jewel encrusted. Wir sind im North. Ja, North-South ist der Weg. Was? Go North-South? The path heads North-South. Aha. Climb down. Forest path. There's a somewhat ruined egg here. Das, ja, das, weil man sie oben geschmissen hat. Ja, okay, stimmt. So, jetzt dann go north. North-south. Go north-south? Das passt. Clearing. You're in a clearing with forest surrounding you. You on all sides. A path leads south. On the ground is a pile of leaves. Take leaves? In disturbing the pile of leaves is... A grating. Grating is revealed. So, Alex. Das ist alles im Video drin. Ah, die... Ja. Rostgitter. Rost. Okay. Passt. A grating is... Ja, wie wird's ein Gitter? Tu mal Inventory. Das ist wahrscheinlich wirklich die spannendste Sendung. A pile of leaves. Ja, wir nehmen jetzt das Take grating. Can't be serious. Ah, das ist ein Kanaldeckel wahrscheinlich. Ah, ein Kanaldeckel. Open grating. Ja, mit was, gell? The grating is locked. Open grating with egg. You don't have it.
Was haben wir im Inland? Wir haben gleich mal Vogelnest. Okay, Open Grating with Birds Nest. Falsches Apostroph. I don't know. Okay. Ja. Okay. Wir sind jetzt in einer Lichtung. Mhm. Mit einem Wald rund um uns um. Eine Pfad geht nach Süden. Da sind wir wahrscheinlich herkommen, oder? Nein, wir sind von Nord. Warte mal, Nord-South? Das ist nach einem. Okay, nein, go south. Ja. Probieren wir mal. Aber das ist, glaube ich, wieder der gleiche Weg. Ja, genau. Ja, okay, go north. Clearing. Aha. The forest becomes impenetrable to the north. Okay. Du mal, wie hat es geheißen? Watch? Oder look? Du mal, look, glaube ich. Clearing. Ah ja, genau. Da sagt er immer, was ist. Okay. Look, clearing. You are in a clearing with a forest surrounding you on all sides. A path leads there's a grating securely fastened. Aha, jetzt haben wir es, dass es securely fastened ist. Into the ground. Was haben wir in Inventory? Nix, gell? Ein Nest. Ein Nest und Platten. Genau, ja. Ja, tu mal, drop leaves. Brauchen wir die, glaub ich, nicht noch? Nein. Glaube ich nicht. Jetzt haben wir ein Depp. Hättest du nochmal Look. Ja, on the ground is a pile of leaves. Super Spiel. Ja, super Spiel. So. Ah. Ich bin gerade echt, mein Hirn ist tot. Ich sag's ganz ehrlich, ich würde. Go south. ich würde es jetzt schon lassen. Go south. Forest path. Go south. North of house. Look. Ah. North of house, ja, facing is. Der ist nicht daher. Okay, nochmal. Gehen wir jetzt einmal ums Haus um quasi und schauen, genau. Was da ist. Go west. Go west. Okay, look. Ja, da ist ein Leaflet. Yes, Boarded Front da. Ja. Aha. Ah ja, und das Boarded hast du verbarrikadiert. Ja. Da können wir nicht durch mit dem scheiß Ei. Okay, mal nochmal nach West. To the east, there appears to be sunlight. Ja, dann gehen wir da hin. Go east. Ah, da sind wir wieder da beim Ruined Egg. There's a golden clock. Du mal take egg. Open egg. He's already open. Watch egg. I don't know the word watch. Okay. Nein, wir wissen. Ah, untersuchen. Da hat es einen Befehl gegeben für untersuchen. Bei Zorg. Examine, ja. Ich glaube, kannst du mit X abkürzen. Echt was? Du mal X-Egg. X-Egg. Aha, nein, doch nicht. Ah, a broken clockwork canary. You hear in the distance the cheap chirping of a songbird. Take a broken clockwork canary. Ja, ja, das ist unser hinige Uhr da. Also da wird halt so ein Taschenuhr oder irgendwas. Ja, Clockwork Canary ist jetzt so quasi so Uhr. Kuckucksuhr. Kuckucksuhr, oder? Clockwork Canary. Aha, Uhrwerk. Okay. Canary, genau das. Okay. Ja, nachher gehen wir wieder zurück. Aber warte, wir haben einen Vogel gehört. Ja. Aber leider, was hilft uns der Vogel? Wo findet man denn? The broken jewel encrusted egg contains. Tu mal, take jewels. Sollen wir die von der Uhr öffnen? Können wir die obertun? Okay. Ah. Was heißt denn das Uhrwerk aufziehen? Ja, das ist ja broken. Aber vielleicht kann man es trotzdem aufziehen. Tu mal, take clockwork. Haben wir das schon? Ja, wahrscheinlich, oder?
Taken. Ah, haben wir, okay. Okay. Ich glaube, Inventory kannst du mit I abkürzen. Ja. Ja. Okay, das war's. Use Clockwork. Alter, unten. Okay. Mhm. So, was haben wir jetzt noch? A bird's nest, a broken jewel, encrusted egg. A broken clockwork canary. Warte, was heißt denn aufziehen? Du, okay, wind, ja. Yeah. Okay, set my phone. Ja, ist ja oder fuck schon winding. Okay, ja. Yeah. There is an unpleasant grinding noise from inside the canary. Aha. Nochmal. Kann man eigentlich noch. Ah. Nochmal. Super Mario dreimal. Ha! Was? You hear in the distance the chirping of a bird. Okay, jetzt gehen wir damit wieder auf und auf die Lichtung. Go north. Go north. Okay, und jetzt nochmal. Wind Clockwork. Nochmal. Nochmal. Okay. Aha. Scream. Also, um es kurz zu sagen, wenn man Wind Clockwork macht, dann schreibt er, der ist ein unpleasant grinding, yeah. Unpleasant grinding noise from the inside of the canary. Ja. Yeah. So. Und wenn er Scream schreibst, dann also schreibt er. Also, wir müssen jetzt wahrscheinlich den depperten Vogel kriegen, oder was? Ja. Yeah. Ah, das ist eigentlich eine gute Idee, dass man so. Das ist wieder mal das Richtige, um es zu streamen, gell? Na, das ist eigentlich furchtbar. Ja, ist ja wurscht. Ja, es ist furchtbar, ja. Ich bin für so eine Text-Adventures nicht gemacht. Ich glaube, ich wäre, wenn das zu meiner Zeit brandaktuell gewesen wäre, hätte nie ein Computerspiel angefangen. Ja, du bist schwach. Wenn man jetzt schon aus, wie das funktioniert. Ich glaube, jetzt haben wir da den USB-Port Strom. Du bist von meinem. Na! Du kannst nicht von einem Aufnahme-Notebook Strom fladern. Warum nicht? Ja, der Alex ist gerade dabei, die ganze... Es geht eh nicht. Es geht nicht. Nein, ist zu wenig Strom anscheinend. Das ist... Wie kriegt man den blöden Vogel dazu, dass der... Was? Meine App wurde angehalten. Okay. Dass der... Ja, jetzt stehen wir da. Also der Vogel hat ein paar Mal geschrien. Na, dann gehen wir wieder south. Go south. Forest path. Look. The path? Oh Gott, das ist wahrscheinlich das schlechteste Let's Play, was es jemals im Internet geben hat und wird. Aber es gibt immer den Punkt, entweder du bist der Beste oder der Schlechteste. Alles andere dazwischen ist, kannst du sparen. Tut mir leid, liebe Zuhörer und Ihnen, das Hochen ist... Uns da leid gerade. Ja, wir sind gerade leid online. Das ist da die schlechteste Podcast-Episode ever und das schlechteste Let's Play-Video ever. Aber wir versuchen uns auch Schlechtestes. Wie lange haben wir denn das jetzt schon gespielt? 18 Minuten. Das kommt mir vor, na, wie 15 Minuten. Das kommt mir vor wie eine absolute Ewigkeit. Okay. One but da waren wir schon, oder? Ja, wir waren überall schon, wo wir hingelangt sind. Large tree with some low branches. Ah, da sind wir ja schon aufgeklettert. Uh-huh. Dann go south. Weißt du was, warum gehen wir nicht normal auf den Baum auf und schreien einfach oben? Ah ja. Climb tree. Up a tree. Scream. Ah. Und das machen wir jetzt dreimal. Nichts passiert. Ja, schau. Da ist Kim. Jetzt schreien wir. Hier in the distance chirping of a songbird. Was ist denn das für ein Mist? Das ist ja echt übel. Ich habe keine Ahnung, was es da geht. Also ich weiß leider, dass der jetzt einen Vogel suchen soll wahrscheinlich. Oder glaubst du, ist der Vogel völlig wurscht? Boah, keine Ahnung. Machen wir nochmal das Inventory auf. Was haben wir denn drin? You are carrying a broken clockwork canary, a broken... Jeweled encrusted egg, a bird's nest. You hear in the distance the chirping of a songbird. Schon wieder der blöde Songbird. Ja. Sing a song. Sing a song. Ein chirp. Tu mal chirp. Sing. Nein, sing kennt er nicht. Mach chirp. Aha.
Okay, go west. Ja, jetzt müssen wir einfach gehen. You can't go that way. Go east. You can't go that way. Go south. You can't go that way. Go north. Ah, ich bin ja im Baum. Wir sind noch im Baum. So. Jump down. Ah, jump down. Ja, das ist immer. That sentence isn't one I recognize. Okay. Climb down. Climb down. Down the tree forest path. Okay, go south. Was einmal? Scream. Oh Gott. Was go? Was? North, south? Was hast du gesagt? Go west. Forest. Gehen wir nochmal nach go west. You would need the machete to go further west. Get one. Get one. Yeah, there seems to be a noun missing in that sentence. Ja, genau, richtig. Ja, aber wenn der so defate Fragen da stellt oder Sätze schreibt. Oh Mann. Okay. Ich glaube, schaut das dann auch schon drin. Machete schreibt keine SMS und Machete twittert nicht. Wir verabschieden uns jetzt wieder bei Instagram und schalten wieder dazu, wenn wieder mehr los ist. Das ist also nie. Das sind viel zu viel Leute, was die sondern die haben alle kein Leben. Sechs Zuschauer. Die haben alle kein Leben. Schlimm. Okay. Go north. Clearing. Aha, okay, schon wieder da. Go south. Jetzt gehen wir north. Forest Park. Go south. North of the house. Go south. The windows are all boarded. Go south. The windows are all boarded. Ja. Go. Fällt mir da die Fantasie? Irgendwie, ich stelle mir das gerade so vor, der ist bei einem Haus, da rundherum ist nichts, außer Wald, und der kann bei dem Wald in drei Richtungen gehen, bis er ansteht und eine Machete braucht. Wie kriegt der Post überhaupt? Ja, der besuchte das Haus, der wohnte nicht da. Ja, aber wie kriegt das Haus Post? Ach so, stimmt. Weil der Postler hat sicher keine Machete. So, da haben wir zu blöd sein. Get sack and bottle. Du hast also die Komplettlösung, was ich rausgesucht habe, schon geöffnet. Oh mein Gott, was geht? Go east. Oh, da waren wir nicht da, oder? Ja. Yeah. A path leads into the forest and corner. There is a small window. Das ist aber neu. Which is slightly ajar. Okay, stimmt. Das ist aber neu jetzt. Okay. Oder wir waren auch zu blöd. Nein, wir haben es sicher gelesen. Ich bin zu faul. Ja. Open window. With great effort you open the window far enough to allow entry. Enter. Enter house. Also ja, danke. Kitchen. You are in the kitchen of the White House. A table seems to have been used recently for the preparation of food. A passage leads to the west and the dark staircase can't be seen leading upward. A dark chimney leads down and to the east is a small window which is open. Ja, da sind wir gerade eingestiegen. On the table there is an elongated brown sack smelling hot peppers. A bottle is sitting on the table. The glass bottle contains a quantity of water. Ja, warte mal, take das bottle. Drink water ist einmal das Erste. Ja, take glass. Take bottle. Ja, ist kein Glas. Take bottle. Ist klar mit, dass wir es jetzt schon trinken sollten. Drink. Also, water. Ja, glaubst du, versteht er das jetzt? You have to open a... Oh Gott. Open bottle. Opened. Drink water. Und jetzt sterben wir. Thank you very much. I was rather thirsty from all this talking probably. Okay, good. No, take a mal in brown sack. Take sack. Take. Oh, schön. Oh, jetzt schreit er sogar. Take sack. Taken. Open sack. Oh mein Gott, ist das schlimm.
Opening a brown sack reveals a lunch and a clove of garlic. Achso, Knofel. Garlic. What the heck? You won't make friends this way, but nobody around here is too friendly anyhow. Gulp. Super, jetzt hast du schon den Knoblauch essen lassen. Ich glaube, den, ja. Ja, was willst du mit dem Knoblauch tun? Du mal eat lunch. Thank you very much. I really hit the spot. Okay, also jetzt haben wir getrunken, jetzt haben wir gegessen und Knoblauch gegessen. Der wird 150 Jahre alt jetzt. So, jetzt tu mal, was war der Befehl für Schaugen? Watch, gell? Ah, look, ja. Look. Einfach look. Kitchen. You're in the kitchen of the White House. A passage leads to the west and the dark staircase can be leading upward. Okay, go west. Oder gehen wir zuerst in den Keller? Ja. Go down. Only Santa Claus climbs down chimneys. Okay, ja, stimmt. Mein Gott, na, ist der kompliziert. Was? Ist der okay? Aha. Ah, up. Go also, up. Go up. Go up. You have moved into a dark place. It is pitch black. You are likely to be eaten by a Gru. Mm-hmm. Scream. Ah! Nichts passiert. Also okay. Man muss ja dreimal schreien. Na, passiert noch immer nichts. Passiert nichts. Okay. Na dann go down, oder? Ja. Und dann go Kitchen. West. Go west, living room. You are in the living room. There's a doorway to the east, a wooden door with strange gothic lettering to the west, which appears to be nailed shut. A trophy case and a large oriental rug in the center of the room. Above the trophy case hangs an elvish sword of great antiquity. A battery-powered brass lantern is on the trophy case. Yeah, take sword and take lantern. Taken. So, jetzt dann gehen wir wieder, was war das? Go east. Go up. Go up. You moved into a dark place. Use lantern. Aha. Du mach mal Inventory. Yeah, a brass lantern. A brass lantern, was macht man mit einer lantern? Okay. Ich hab sie eingeschalten. Ah, wie hast du? I turn lantern on. The brass lantern is now on. Attic. This is the attic. The only exit is a stairway leading down. Ja, das haben wir wahrscheinlich helfen können. Large coil of rope is lying in the corner. On the table is a nasty looking knife. Okay, take rope, take knife. So. Oh. You're holding too many things already. Okay. A drop, a bird's nest. Hey, das braucht man. Na. Ich glaube, versteht der das. Oh ja, gut. Take knife. Taken. Drop is jewel encrusted egg. Bist du das sicher? Ja, wenn, wissen wir ja, wo es ist. Chlor. Das finden wir ja, sie. Eben doch Boden. Also wir haben jetzt alles weggeschmissen, weil wir nicht so viel Zeug im Inventory haben dürfen. Was ist denn jetzt da im Haus noch? Du mach wieder mal Look. Ja, da ist jetzt wahrscheinlich nichts mehr. Da ist jetzt nichts. Ja, und unser Ding ist halt... A egg und a table. Take table. Okay. An interesting idea. Okay, go down. Kitchen. Ja, warte mal, jetzt haben wir das Schwert, jetzt können wir wieder im Wald gehen, wo wir nicht durchkommen sein, wo wir die Machete brauchen. Ich habe keine Ahnung mehr, wo das ist. Aber genau, okay, stimmt. Okay. Okay. Warte mal, look. Look, kitchen. Warte mal, wo sind wir da? West, go west. Living room, nah. Oder war open door? Aha. Okay. Okay, wir müssen also wieder beim Fenster go aus. Go east. Kitchen. Leave house. You can't see any house here. Aha, okay. Climb window, oder? Was hab ich, wie sind wir reingekommen? Spawner. Spinn ich jetzt? Go to window? Tu mal go to window. It's here. Ja, okay. Climb outside. Climb.
Also, wie sind wir reingekommen? Boah, jetzt muss ich weiter auf den Scrollen. Naja, warte mal. Enter. Ah. Okay. Exit? Exit. Nein, nicht! Aha, Behind House. Oh, Glück. Also, nein, das ist ja, glaube ich, das Spiel ist so gescheit, oder was? Ja, ist wie gescheit, dass das ist. Ja. Wo war der Depp at the Vault? Go North. Go North. Go West. Na, oder East. Go West. Use Sword. Aha, take Sword. Na, haben wir ja nicht. Okay. Was haben die sonst noch Wörter dafür benutzen? Ich schaue jetzt mal einen Walkthrough kurz rein. Na super, wir hätten es Zeug nicht essen sollen. Nicht? Ja, verflucht, wenn die da einen Knoblauch am Tisch. Wir müssen nochmal ins Haus. Warum? Ja, wir haben da was vergessen. Oh. Wo soll man herkehren? Go east. Go south. Also east. This forest seems all revealing in peaceable mountains. The mountains are impassable. Okay, go west. Go south. Go south. Go south. Ach Gott, das findet man nicht mehr aus dem Wald raus. Oh je, das war's. Clearing. Jetzt haben wir wieder ein Clearing. Go south. Go west. Go to house. Ich glaube, der kommt es. Ja, not in the house, okay. Go west. Oh man, der Alex hat uns jetzt gerade komplett verirrt. Go north. Da ist einmal der Laubhaufen. Ja, go north. Okay, go south. Go west. Go south. Go west. Forest. Überall Forest. Oh man. Jetzt sind wir im Kreis gegangen. Ja. Yeah. Go north. Oi. Clearing. Na, müssen wir eigentlich south gehen? Na, storm tossed trees block your way. Okay, wir haben uns echt verirrt. Go north. Jetzt sind wir wieder da. Go east. Aha. Go west. Oh man. I don't know the word gob. Achso. Das sollte aber kennen, das Wort gob. Ja. So viel dazu. Das ist das schlechteste Let's Play Video, das es jemals gegeben hat. Ja, das mit definitiv. Das mit Abstand. Ja. Dann. Ich würde eigentlich sagen, fürs YouTube-Video durch auf das zu Fenster zu schneiden. Nein, das Elend soll mal leise sägen, das Ganze, das passt schon. Tu mal go north. Da sind wir wieder ein Clearing im. Aha. Go west. Also, jetzt müssen wir mal auf die Lichtung zurückfinden. Aha. Jetzt sind wir da. Go north. Clearing. On the ground is a pile of leaves. Look, tu mal look. South, go ja, south. Go south, ja. Forest. The path leads to north south here. Okay, north south. Na, warte mal. Ja, also go south. Weiter south. Ah. Ja, north of us. Ach Gott. Go east, oder? Go east, ja. Ja, enter house. Kitchen.
Und was, okay. was hat jetzt die Lösung jetzt gesagt? Wir müssen jetzt in Living Room gehen nochmal. Also go west. Okay, look. Yeah, in the living room. Oh, yeah, a wooden door with a strange gothic lettering to the west. Go west. The door is nailed shut. Yeah. Open door with sword. Ah, the general door cannot be opened. A trophy case. What's a trophy case? Ah, Dumoulin Oriental, Dumoulin Rock. Rock ist, glaube ich, Teppich, oder? Take Rock. The Rock is extreme. Aha. Open Rock. You must tell me how to. Yeah. Okay. Move Rock. With. Ah, yeah, sha. Yeah. With a great effort, the Rock is moved to one side of the room, revealing the dusty cover of a closed trapdoor. Open trapdoor. You cannot open trapdoor. The door is reluctantly opens to reveal a rickety staircase descending the, into darkness. Yeah, climb down, oder go down. Go down. You are in the dark and damp cellar with a narrow passageway leading north and a crawlway to the south. Vergiss nicht, zuerst ist die Tür zugeknallt, gell? Aha, aha. Wir sind jetzt gefangen. Wir sind gefangen, okay. On the west is bottom of a steep metal ramp with is unclimbable. Your sword is glowing with a faint blue glow. Oh mein Gott, Herr der Ringe lässt grüßen. Herr der Ringe lässt grüßen. Bilbo Beutlin. Ja, noch ein crawlway to south. Ja, go south, oder? Warte mal, crawlway to the south. Ja, es ist ein Weg nach Norden und der Kriechweg. East of Chasm. You are on the edge of a chasm, the bottom of which cannot be seen. A narrow passage goes north and the path you are continues to the east. Your sword is no longer glowing. Okay. Jo. Go east. Ich weiß nicht, oder sagst du? Ja, ich vertraue dir. Du hast bis jetzt ganz gute Leistung vollbracht. Ja, ich habe jetzt wohl einmal im Walkthrough nachgeschaut, weil das mit dem Rock haben wir davor übersehen. This is an art gallery. This is an art gallery. Most of the paintings have been stolen by vendors with exceptional taste. The vendors left through either the north or west exits. Fortunately, there is still one chance for you to be a vandal. For on the far wall is a painting of unparalleled beauty. Destroy painting. Was? Destroy painting? Ah, destroy painting with sword. Ja, warum kann ich das jetzt nicht? You can't see any painting here. Das sind Art, musst du mir helfen, so meine Faction. For one far wall painting is of unparalleled beauty. Aha, verstehe nicht. Ja, man kann noch ein bisschen Vandale sein, indem man ein Bild noch hinmachen kann. Take painting. You can't see any painting here. On the far wall. Go to wall. Go to wall. Which wall do you mean? The granite wall or the surrounding wall? Schauen wir uns einmal die Granite Wall an. There is no Granite Wall here. Go to Granite Wall. There is no Granite. Go to Surrounding Wall. This should supply direction. Ah, okay. Go south. Oi. Oh Mann. Habe jetzt durch einen blöden Zufall irgendeine Tastenkombination gedruckt? Nein, ich glaube, ich sehe noch das erste Tab offen. Ah. Das ist der Quelltext. Ja. Lass den und geh auf uns nächste Ding. Was? Go south.
can't go that way. Go north. Studio. This appears to have been an artist's studio. The walls and the floors are splattered with paints of 69 different colors. Strangely, and nothing of value is hanging here. At the south end of the room is an open door, also covered with paint. A dark and narrow chimney leads up from a fireplace. Aha, wir sind jetzt unter dem Wohnzimmer oder unter der Küche. Although you might be able to get it up, it seems unlikely you could get back down. Loosely attached to a wall is a small piece of paper. Take paper. Take paper. Taken. Okay. So, read paper. You're the privileged owner of Sorg 1, the great underground empire, self-contained and self-maintaining universe. If used and maintained in accordance with normal operating practices for small universes, Sorg will provide many months of trouble-free operation. Ja, was? Ja. Dumme Look. Das ist ja schlimm. Studio. Da waren wir im Studio. Aha. Go south. Go south, ja. Aber das haben wir wahrscheinlich durchgekommen. Mhm. Go north. Mhm. Das haben wir hergekommen, ja. Ja. Climb up. Ach Gott, wir tragen zu viel. Jetzt können wir nicht über den Kamin aufklettern. Na. Okay. Drop manual. Ich weiß nicht, ich hoffe, wir brauchen sie noch. Wurscht. Climb up. Wir haben sicher noch immer. Aber ich glaube, wir haben trotzdem zu viel. Ja, ja, okay. Na, nachher gehen wir wieder. Ja, aber gut, können wir die depperte Uhr nicht weghauen? Ich glaube, die brauchen wir noch. Die Glasflasche? Weiß ich nicht, vielleicht brauchen wir die auch noch. Einen braunen Sock. Wir können ja eigentlich alles wegwerfen, weil ich bin mir sicher, dass wir wieder in der Küche oben auftauchen. Du mal, drop everything. Na, das Schwert will ich nicht wegschmeißen. Mit dem können wir auch nicht aufgehen. Drop everything. Drop everything. I don't know about everything. Okay. Drop inventory. Okay. Drop all. Drop all. Ah. Dropped. Okay. Climb up. Ich hoffe, dass wir da wieder herkommen. Ma, take sword. Climb up. Drop sword. Also, wir können jetzt nicht aufklettern, weil wir nichts dabei haben. Take wir können knife. Nicht aufklettern, weil wir irgendwas dabei haben. Climb up. Ah, geschrieben. Jetzt kann man nur mit dem Messer auf, ja? Ja. Und okay. Okay. Oh. Gut, mach jetzt take all. Da, passt. Also, go south. Oder sind wir ja hergekommen? Ja, da können wir, glaube ich, nicht mehr weiter. Oder soll ich mal weiterlesen? Na. Okay. Na, dann gehen wir wieder zurück. Ja, wohin? Go south. Go west. East of Shenzhen. Okay, tun wir, das ist wieder das mit der... A narrow passage goes north and the passage... Go east. Ja, das haben wir gerade herkommen. Go west. And let's go north. Cellar. Your sword is glowing with a faint glue glow. Blue glow. You're in a dark and damn cellar with narrow passageway leading north and a crawlway to the south. Okay, und jetzt gehen wir north. Weil mir ist wohl davor im Süden. Go north. The troll room. This is a small room with passages to the east and south and a forbidding hole leading west. Bloodstains and deep scratches
perhaps made by an ex-martyr walrus. A nasty looking cruel, brandishing a bloody axe, blocks all passages out of the room. Your sword has begun to glow very brightly. The cruel's mighty blow drops you to your knees. Okay, kill troll. Kill troll with sword. You are still recovering from the last blow, so your attack is ineffective. The troll's axe barely misses your ear. Kill troll with sword. The force of your blocks knocks the troll back, stunned. The troll slowly regains his feet. Kill the troll with sword. The fatal blow strikes the troll square in the heart. He dies. Oh, God, this is like... Almost as soon as the troll breathes his last breath, a cloud of sinister black fog envelops him, and when the fog lifts, the carcass has disappeared. Your sword is no longer glowing. Okay, look. Na, zuerst muss man schreien. Scream. Weil das ist ganz wichtig, wenn man einen Troll niedergestreckt hat. Okay, let's look. The troll to the east and south. The forbidding hole leading west. Also south sind wir gekommen, oder? Ja, genau. Bloodstains and deep scratches perhaps made by an ex-martyr was. Take axe. Your load is too heavy. Okay. Ja, aber gut, wir haben ein Schwert, wir brauchen die blöde Axe eigentlich nicht. Ja, jetzt gehen wir in das Go West, weil das ist verboten. Das ist das Loch, ja. Maze. This is a part of a maze of twisty little passages all alike. Oh mein Gott, da finden wir... Ein Labyrinth. Oh Mann, okay. Go West. Da finden wir nie mehr aus hier. Okay, Go North. Go East. Oh Gott. Gut, das hätte ich nicht mehr geschafft. Nein, ich habe mir nur gedacht, ja, ist wurscht, wohin du gehst. Nein, machen wir einfach weiter, go west. Aber ich würde halt die Axt mitnehmen, aber wenn du sagst, nein. Nein, ich habe schon eine Axt. Was? Ja, da sind wir. Ah, okay, dann wieder go east. Was, look? East and south and the... Aha, okay, dann go east. East-west passage. This is a now west... East-West Passageway, there is a narrow stairway leading down at north end of the room. Yeah, go north. Chasm. A chasm runs southwest to northeast and the path follows. You're on the south side of the chasm where a crab opens into a passage. Go south? Na, geht nicht. Aha. There's a circular stone room with passages in all directions. Several of them have unfortunately been blocked by cave-ins, yeah. Was ist ein cave-in? Wahrscheinlich so ein Strandfall. Ja, hätte man irgend sowas. Aber ist das richtig geschrieben? Cave-in, ja. Einsturz, ja, okay. Okay. Wir haben wohl noch Spielzeit. Warum? Wie lange spielen wir denn? Keine Ahnung, bis wir durch sind. Dann sitzen wir da 3 Jahre. Schaffen wir schon. Tja, und jetzt? Ich habe keine Ahnung. Ich sag dir, mein Hirn ist so auf Durchzug schalten. Ich sitze da und denke... Eigentlich hätte man das all streamen sollen und uns Tipps von den Mitspielenden holen. Oh, wer soll das anschauen? Keine Ahnung. Das ist Irrsinn. So. Normal hätten wir uns einfach sowas überlegen sollen. So, wir haben es jetzt angespielt und wenn du das fertig machen willst, das müsst ihr selber machen. Nein. Kann man sich mit dem Schwert eigentlich selber in den Kopf oberhauen? Kill yourself.
I don't know about yourself. Kill you. Na, kill, kill. Kill. Suicide. Oh, nicht einmal das kann er. Ah, warte mal. Run against wall. Kann I an. Don't know about wall. Okay. Okay, wir machen es jetzt wieder so. Wir machen jetzt einmal. Wir hätten eigentlich schon lange auf jemanden treffen sollen, außer dem Troll. Es war anscheinend nicht so. Go down into the Underground Empire. Wir sind im Underground Empire, gell? Mhm. Go north. Also jetzt müssen wir wieder zurück dort zum Troll. Ja, okay. Wohin? Ja, go. Ja, wo sollen wir denn kennen? Ich habe keine Ahnung. Ja, south, south. Das heißt go north. Ach so, ja, danke. Go north. Ah, der Alex ist wirklich nicht hilfreich. Go north. Na, look. Dun, 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 dun. Ja, kann eh like west oder east sein, was anders geht eh nicht mehr. Ja, go west. Ja. Das ist east. Ja. Super. You are in the south side of the chasm, where a crack opens into passage. Yeah, go to north. Climb through crack. Also jetzt muss ich wieder go north. Was soll er? Climb through crack. Na, aber das haben wir. Wie sollen wir denn da davor durchkommen? You can't fit through the crack. Okay. Sehr doppeldeutig, das gerade gewesen. Wieso? Naja. Lass mal so stehen einfach. Wenn wir da fleißig werden. Go. Chasm runs southwest to northeast. Aha, die Schlucht geht von Südwesten nach Nordosten und the path follows it. You are in the south side of the chasm, where a crack opens in the passage. Na, go west geht nicht, go east geht nicht, go north geht nicht. Go south geht, aber da will man nicht hin, also wieder go north. Aber das geht auch nicht, oder? Jump down. Wohin? Ja, in Jump Down einfach. The sentence isn't wrong, I recognize. Jump. Jumpo. This is not a very safe place for trap jumping. Geronimo, you have died. Now let's take a look here. Well, you're probably the certain large chance and can't quite fix up completely, but you can't have everything. Forest. Was? Wir sind gerade gestorben. Und das ist ein gutes Ende für das Spiel. Du mach nochmal Look. Forest, there's a forest, trees in all directions. To the east there appears to be sunlight. There's a nasty knife. Oh mein Gott. Fast, lass mal es damit gut sein. Das ja. Glaube ich reicht. Das ist also, wer es so spannend gefunden hat wie mir, kann also, sich das ja mal anschauen auf zorgonline.net. Es da gibt Zorg 1, 2, 3, Zorg, die Undiscovered Underground, Zorg, A Troll's Eye View, Adventureland, Adventure, Bronze, Curses, Enchanter, Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Hätte noch her spielen sollen. Planetfall, Sagebrush, Cactus, Seastalker, Sorcerer, Spellbreaker, Starcross und Gluxelreis. Keine Ahnung. So. Ja. Also Spielspaß für den ganzen Sommer garantiert. Also wenn ihr der Hitzewelle entfleuchen also wollt. Also wenn jemand von uns will, dass wir das öfter machen, wir machen es nie mehr.
Ja, wirklich nicht. Das war wahrscheinlich die langweiligste Sendung ever. Es ist das schlechteste What's Play oder Let's Play ever. Zugleich ist das schlechteste YouTube-Video für ever. Ein Let's Play ever, weil man wird nicht viel sehen, außer dass sich der Alex regelmäßig vertippt. Ja, regelmäßig. Und irgendeine Konsole aufruft und so weiter. Im Zweifel benutzt die Tastatur echt selten. Ja, ja. Und ja, na, wir bedanken uns fürs Zuhören. Ich also hoffe, ihr habt euch genauso wenig unterhalten wie mir. Wir haben jetzt Zeit verschwendet, einfach für nichts. Es ist euer Lebenszeit. Ja. Also ich empfehle das YouTube-Video dazu unbedingt anzuschauen. Schaut es euch an, ja. Weil das ist einfach super. Da sieht man wenigstens irgendwas. Soll man irgendwas auf unserer Seite noch herzagen? Gehen wir mal auf techtelmechtel.fm. techtelmechtel.fm. Da muss man hingehen, wenn man wirklich die maximale wenn man wirklich maximal geflasht sein will, geht's auf Techtel. Genau. Das ist unsere letzte Episode, Schwitze Versa. Genau, wir haben da merkt man ein bisschen Sommerloch. Ja, wir haben ein Ding, also wir haben einen YouTube-Channel. Wir haben einen YouTube-Channel, ja, das verlinkt auf unserer Dingsbums. Also wir haben keine Views drauf, das ist absolut wichtig. Ich weiß auch nicht, wer die sein, die das... Ja, es sind 5 subscribed. Ich glaube, ich bin subscribed. Ja, dann sind es leider 3. Vielleicht bin ich mit 2 Accounts. Das habe ich nicht getan, glaube ich halt. Aber wir haben auch wieder, das ist voll der Ausreißer, das hat voll viel Views. Ja, 4, 6, wenn der Schneemann ruft. Warte mal, nein, eins glaube ich jetzt sogar noch mehr. Echt? 8 ja. Views, das Viertel ist voll. 19 Views, der Laubbläser mit Gurke und Senf, bitte. Ja, 19. Wow. Ja, die zählt nicht. Die erste, 39 nein, Views. Nein, die ist wahrscheinlich probiert worden öfter oder... Keine Ahnung, ich habe da keine einzige Episode mal probiert. Schaut irgendwie fad aus, alle Bilder sind gleich. Gell? Ja, da oben fängt es noch besser an. Da oben wird es noch besser, da habe ich noch angefangen, mir ein bisschen auszutoben, ja. Ja. Eigentlich ja, unsere... Eigentlich, das ist voll sinnlos, was wir da für Videos reinstellen, weil zum Beispiel das Video, die letzten Nerds, braucht sich keiner mehr anschauen. Das bringt einfach nichts mehr. Es ist ja generell, unsere Episoden kommen ja nachher auch nicht. Erstens, warum sollte man das tun? Wer ist so wahnsinnig? Ja, vor allem, sie laufen, es bringt ja auch nichts. Die Themen sind alt, du kannst das nicht mehr anhören. Ja, aber wir sind halt damals, also wenn jemand auf wirklich so einen lächerlichen Schatz steht, dann sind wir wahrscheinlich genauso unterhaltsam. Weil wir sind jetzt nicht anders wie vor einem Jahr. Nein, es wird dann nicht besser. Genau, es wird nicht besser. Wie man in der Episode gesehen hat, es kann. Also, wir haben nicht absolut nichts mehr. Wir haben absolut nichts mehr. Also. Ich weiß nicht einmal, welche Episode, dass wir das haben. Gehen wir mal zurück auf die Podcast-Webseite. Damit, was war denn Schwitze Versa? 33, okay. Herzlich willkommen zur 34. Episode von Techtelmechtel. Aber die Frage ist, ob das überhaupt eine richtige Episode ist, was wir jetzt gemacht haben. Das ist eine richtige Episode. Achso, wir sind da. Beinhart beim Durchnummerieren. Ja. Okay. Je mehr, desto besser. Ich will so bald wie möglich auf die 42 kommen. Dann lassen wir es. Oh. Nein, das ist für mich, das, wenn bei der 42 nicht mindestens 100 Downloads sind, dann brechen wir die Scheiße ab. Dann können wir es gleich abbrechen. Ja. Okay. Also nimm da keine Ziele, die wir nicht einhalten können. Ja. Jedenfalls danke fürs Zuschauen. Ja, war eine tolle Episode. Danke an die Hörer, die noch dran sind und noch nicht weggeschalten haben. Übrigens, wenn sich einer fragt, also das sind jetzt so alles Multiversen, wie wir das Video aufgenommen haben. Ja, genau. Boah, das ist so geil, voll inceptional. Ja. Ja. Passt. Ja, nachher lassen wir das. Wir beenden die Chance und wir hören uns in knapp 2 Wochen zur nächsten Episode. Passt. Danke. Ciao.